erledigt. Jetzt. Hey du. Na du. Ich hatte keine Mana mehr. Keine Macht mehr. Stim, hierher! Hilfe! Stim! Werf mal her! Entschuldigung. Kann mit einigen Granaten und Raketen sabotiert werden. Beine sind verwundbar. Ja, ich weiß. So, gibt's hier noch was? Ah nee. Hier waren wir schon, ne? Erkundet, ja genau. Alles erkundet. Gut, dann geht's endlich auf die Mantis zurück. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova. Und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen.
Ja. Bitte. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Du stehst da so rum. Gut, dann pflanzen wir mal neue Pflanzen ein, ne? Hübsch. Ja. Sehr schön. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Hier hinten haben wir... haben wir auch was zum Meditieren. Dann schauen wir mal, was wir alles gefunden haben. Also, Farbe ist immer noch blau, ja. Sender. Ja. Da finde ich den immer noch besser. Dann Schalter. Ja, komm. Hülse haben wir auch immer noch. Unser Premium. Pflicht und Entschlossenheit. Elementarnatur? Der sieht auch schön aus. Die sehen alle schön aus. Mut und Weisheit, naja. Magnus, das ist also relativ ein normaler. Warte, ich mach mal den und schau, ob... so. Den habe ich noch nicht gefunden. Aber der passt dazu. Material. Der sieht cool aus. Gut. Zoom. Mach's wieder aus, sonst machst du hier noch irgendwas kaputt. Gut. Da ich will diesen Poncho nicht anschauen. Wieso ein Poncho? Das ist so ein Regenmantel. Vor allem die Jacke ist halt am coolsten, ganz ehrlich. So. Ganz ehrlich, der ist schon. So ist es wirklich am besten. Und so sieht man auch am besten das Lichtschwert. Das sieht jetzt auch cool aus. Sieht aus wie so elfenbeinmäßig. Hm. Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Der will überhaupt nicht nach Kashyyyk. Gut. Dann können wir weiter. Irgendwohin. Nur nicht Datomir. Da gefällt's mir nicht. Ach verdammt, ich wollte gerade vorschlagen, dass wir nach Datomir gehen. Aber du weißt schon, wir gehen nach Datomir. Und zwar, weil da gibt es einige Sachen, die wir noch machen können. Wissen Sie, so gut wie heute war ich als Pilot zuletzt auf der Weltraumakademie auf Lateron, wo ich Jahrgangsbester war. Ich wusste gar nicht, dass Lateron eine Akademie hat. Ja, die war neu. Damals. Sie sind wahrscheinlich nicht allzu oft in der Gegend. Worin wurden Sie ausgebildet? Alles. Jäger, Frachter, Kurzstrecke, Langstrecke, das volle Programm. Meine Loopings waren die wildesten von allen. Sie sind mit Frachtern Loopings geflogen? Naja, eher Kurven, mehr durfte ich ja nicht. Trotzdem war ich richtig gut. Sie hätten mich mal sehen sollen. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir da was Neues entdecken. Aber müsste eigentlich schon. Weil, also so mit dem Käfig, den können wir jetzt verschieben und so weiter. Also ich glaube schon, dass wir was haben. Schon okay, Grease. Alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Wer da? Oh, Kerl. Können wir jetzt starten? Wollt mal nach dir sehen. Mir geht's prima. Prima. Sowas von bereit, den Planeten endlich zu verlassen.
Ich habe die Geschichten gehört. Hexen, lebende Tote. Hattest du nicht was zu erledigen? Na dann mach endlich. Geh gleich los. Gut, beeil dich. Ich werde hier warten, wo es sicher ist. Falls es so einen Ort überhaupt gibt. Kerl, was hast du? Nichts Gutes. Alles, was sich hier bewegt, will mich umbringen. Nicht ohne Grund will niemand diesen öden Planeten besuchen. Naja, niemand? Da war dieser Wanderer. Er nannte sich Gelehrter, sagte, er wollte Datum hier studieren. Du solltest vorsichtig sein, Kerl. Sei misstrauisch gegenüber jedem, der die Dunkelheit von Datumir sucht. Ja. Er war schon ziemlich merkwürdig. Wir reden später, Kerl. Okay, okay. Und du? Bitte tu mir einen Gefallen und beeil dich. Ich kriege hier Gänsehaut. Na schön. So. Gleich die Tür zugemacht. Ja, dann kann ich ja mal verstehen. So, dann... Ja, gibt's ja jetzt wieder dieses tolle Monster. Genau. Wir können aber auch das Monster einfach ignorieren. Müsst die immer dreimal hintereinander angreifen, ne? Ich brauch Medizin, BD1. Ja. Ah, hier drüben, ne? Da war der, ja. Warte, das stimmt. Jetzt kann ich ja sehen, also. Okay, das wird gar nicht angezeigt. Und die sind immer noch rot. Okay, alles klar. Ah, der ist nicht mehr rot. Ja, cool. Und was bringt es mir jetzt? Wenn ich es weiter verschiebe. Vielleicht. Ich bin verwirrt. Wieso kann man da rein und eine Kiste holen? Kann man die Kiste hier reinschieben? Nee. Die Kiste kann man nur wieder hier vorne hin tun. Ah, hier. Okay, okay, alles klar. Oh, jetzt sagt nicht, dass... Oh Gott, er kann da nicht rüber. Na schön, dann... Ja, du könntest ja auch irgendwie hier rüberspringen. Aber wozu? Wozu? Oh Gott! Schock mich nicht so! Du Psycho! Hilf mir!
Alter Schwede. Hilfe! Was für ein Psycho, vor allem, man hört es gar nicht, dass der kommt. Aber ich habe voll unterdrückt vergessen, dass der hier ist. Oh Gott, gut. Warte mal. Nee, okay, das war nix. Warum konnten wir jetzt das mit dem... mit der Kiste machen. Warum? Und warum falle ich jetzt runter? Komm. Touch it. Ah, der, okay, der macht das von allein. Gut. So, und warum bin ich jetzt hier drin? Was bringt das mir? Außer, dass ich hier Vasen zerstören kann. Also hier sind hübsche Bilder und ich hab dich gesehen. Leck mich doch. Ah, okay, also oben. Ja, komm, dann fliegen wir. Nee, ich darf nicht wegfliegen. Ich darf nicht wegfliegen. Weil der hat jetzt meine XP und alles. Dann holen wir unsere XP wieder zurück. Ich dachte gerade, der fällt schon wieder runter. So. Und wenn wir gerade eh da sind, also irgendwas muss doch mit dieser Kammer sein. So einfach geht's. So. Hä? Jetzt ist sie wieder hier. Okay. Aber was bringt die hier? Was? Also hier ist es. Also ich kann hochklettern, aber hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nicht hoch. Verstehe es nicht. Vor allem hier der Eingang, der ist ja offen. Der ist ja offen, der Eingang. Warte, ich gehe noch mal kurz hoch. Das ist wirklich nur der eine Eingang. Und das war's. Aber warum? Wieso denn bloß? Also hier ist alles frei, so dass man den runterschubsen kann. Aber warum sollte man den runterschubsen? Hier gibt es nichts, was man... Schubst ihn noch mal runter. Äh.
Warte, ist jetzt gerade ein Bug oder ist gerade irgendwas passiert? Also, es hat eine Stunde lang so geklungen, als würde irgendwas passieren. Aber ja, wahrscheinlich war das wirklich ein Bug. Weil hier ist ja... Hier ist ja kein Schalter und kein gar nichts. Aber warum kann ich das machen? Warte mal, kann ich hier unten? Nee, ich kann den ja nicht hier raus, also aus der kleinen Tür kann ich den ja nicht raus tun. Ich bin sowas von verwirrt, was das soll. Ah, Udelali. Udelali. Oh Mann. Wahrscheinlich habt ihr... Wahrscheinlich habt ihr das die ganze Zeit gesehen und die so... Ich mag gar keinen Pin und das ist so scheiße. Und die so, oh Gott, Tobi. Genau, ja, kenn ich. Super. Ja! Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. Yes! Der Fremde. Hier war ein Fremde. Ja. Was? Er spürt etwas Vertrautes. Schnauze! Das funktioniert hat. So, unsere maximale HP ist jetzt. Ist freigeschaltet. Alter. Hilfe! Junge! Chill mal ein bisschen, ne? Danke. Gut. Dann, genau, wieder hoch. Und dann gehen wir von hier weg. Weil bei den anderen können wir, das andere können wir noch nicht machen. Der Fremde wird sich auch denken, so, hä, die kommen jetzt her und dann fliegen sie gleich wieder weg. Naja. Ich kann ja sagen, dass, mein Pilot das nicht will. Ich habe schon einiges gesehen und ich sage dir, eine Schwester der Nacht muss ich nicht sehen. Wieso nicht? Die sind, Herr. Ja? Was los? Hä? Was los? Anscheinend nichts. Was quatschst du mich das so an? Gut, sorry. Dann geht's nach Kashyyyk. Gut, legen wir unser nächstes Ziel fest. Gut. Die Wookies wurden ja enorm versklavt von den. Sicher schwer mit anzusehen, wie die Freunde abgeknallt werden. Ich meine, sie wissen schon. Ausgelöscht. Oder so. Was denn? Hilf doch drüber zu reden, oder? Oder nicht? Ja, es war schwer. Aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Klingt das, wären Sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird? Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee, wir müssen bereit für Veränderungen sein. Amen. Setz dich, Junge, wir landen gleich.
Oh. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. Ich brauche keine weiteren Hände. Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Alles voll vermoddert und verschmoddert. Ja, hier sind die ganzen Fabriken. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Kleiner, hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Fall des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Wow. Ich will ja nicht meckern, aber das Wasser hätten sie besser machen können. Das sieht zu... Das sieht zu... Wow. Das war knapp. Tja, die Wookies haben noch ein paar Kanonenboote von... Okay, also ich kann auch nirgendwo anders hinschauen. Ein paar Kanonenboote von der Republik. Komme ich da hoch? Ah, der da vorne ist. Wie kommen wir jetzt oben drauf? So, die haben doch netterweise sowas hingebaut. Soll das Tarnen okay. sein? Wohin jetzt? Nach links? Nach rechts? Ja. Nicht auf mich schießen, ich bin ja auf eurer Seite. Bringen wir es zu Ende. Soll ich hier runter? Ich denke, wir machen weiter. Krass, ein Kampfläufer mit Bart.
klettern wir nach oben. Ja. Okay. Sind die Speeder. Nein! Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Und jetzt? Hä? Ich... Egal, hey, BD1. Bist du noch da? Egal, was ich gerade drücke... Es macht nichts. Ah! Okay. Ich kann auch nicht mehr zurück. Na gut, also es ist halt... Hat keinen Puls! Du bist dran, Ausfälle zu melden! Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Na gut. Alter, was ist denn mit dem passiert? Krass. Gut, ich kann mich wieder umschauen. Sehr schön. Kann ich noch irgendwas anderes? Hier vielleicht? Nee, natürlich nicht. Natürlich auch nicht. Ich kann nur nach vorne. Okay. Ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stabil. Ja, Sir. Hab eins. Das haben Sie bestimmt nicht kommen sehen. Funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Geben wir es ab. Oh nein. Ups. Das sind viele Laser. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt unsere sind oder nicht. Hey! Wer bist du?
Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Werden sie so schnell nicht mehr benutzen. Das stimmt. Noch mehr Troppler. Die schießen halt mit ihren kleinen Plastern, ne? Also, ja, nein, das macht keiner. Willst du uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Okay. Autsch. Ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Du so? Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Wieso hottelt sie sich immer weg? Das ist ein bisschen komisch. Wir reden später. Okay, okay. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Keine gute Idee?
Ich fürchte, du stürzt dich von einer Gefahr in die nächste. Wie bitte? Ich fliege mein Schiff mitten rein ins Schlachtfeld und wir reden jetzt über Gefahren? Ihr hättet mich aufhalten können. Ich soll dich auf deinem Weg begleiten und ihn nicht für dich auswählen. Hier ist mein Ratschlag. Das Imperium eroberte hunderte Welten. Saw hat Kashyyyk nicht ohne Grund gewählt. Saw hat vielleicht andere Ziele als wir. Wir sollten uns vorsehen. Danke, ich werde daran denken. Okay. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Gut. Dann. Oh, die ganzen Kanonenboote hier. Bisschen angekratzt, aber ist ja nicht so schlimm. Ich hack mir nicht so eine Angst ein. Ich brauch dich noch. Suchen wir weiter. In dem Haufen muss etwas Nützliches stecken. Hier ist es noch schlimmer als auf Sepho. Gong, Trüge. Gut, also, ja. Wir machen gleich weiter. Nach der Pause.